Willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. Yeah! So, wir sind hier wieder bei Elisabetta. Denn wir machen jetzt hier eine nächste Story-Mission, da ich im letzten Part sehr gefehlt habe bei Nebenmissionen, bei der Drogenlieferung für Jacob. Jacob. Es hat ein bisschen schwul sich angehört, wie ich das gerade ausgesprochen habe. Aber egal. Das hat allein eine Drogenlieferung hat, glaube ich, 15 Minuten gedauert. Das war sehr peinlich. Dafür schäme ich mich bis heute noch. Aber ist egal, wir machen jetzt hier für Elisabetta weiter. Man, this is getting out of control. The police are all over me. I can feel them. So I'm gonna go to prison for a long time. So my life is over. Oh, all this work for nothing, man. Being tough in a man's world. Guess it wasn't so tough, huh? Jorge turned state. Everyone's a rat. Not me. Whatever. Open up, man. Who is it? It's the street, man. Okay, hold on. All right, man. This is what Manny's all about, man. Manny. Now word out, bitch. You better stop slinging that shit on my streets, yo. We don't want it anymore. Hey, OJ, you catching this? Rolling. Is this, Manny, for fuck's the sake. The streets have spoken. Now leave my people alone. Hey, Nico, what are you doing here? I am not in the mood for this right now. Well, he said he was going to bust the dealer. Can you help me clean this mess up? There's a doctor in Broca who can help. Come on. Let's put him in my car. Steig in den Wagen. So, jetzt sollen wir zu einem Arzt oder was? Da kann man doch nicht mehr helfen. Die sind doch tot. Ah, bringt die Leichen zum Arzt. Hä? Was wollen die denn bei dem Arzt? Wollen die, will der Arzt den Hustensaft geben oder was? Achso, anscheinend ist das so ein Arzt, hä? Achso, ich habe da was markiert. Anscheinend ist das so ein Arzt, der die irgendwie in die Wände einmauert oder so, jetzt mal ganz brutal. Oder irgendwie, als zweite Haut verwendet, so ein so korrupter Arzt halt. Ja, ich wollte noch was ganz Wichtiges sagen, also jetzt mal ganz ernst, eine ernste Sache. Das beschäftigt mich schon lange und das muss ich jetzt einfach mal loswerden. Elisabetta hat echt dicke Hupen. Jetzt mal im Ernst, oder? Aber ein bisschen abgeturnt bin ich von ihr, weil sie halt kokst. Quackbraut, Quackschlampe. Naja, gut. Loch ist Loch. What? Ey, die armen Leichen gucken raus. Wie soll ich den zumachen? Ah, kann ich da raus und den zumachen? Da habe ich jetzt nicht überlegt. Ah, das geht sogar. Geht das immer? Oder jetzt eigentlich. Hallo. Hab nichts gesehen. Geht das immer eigentlich? Oder kann man, jetzt nur in der Mission die wie heißt die Kofferraumtür zumachen, den Kofferraum halt. Ja, witzig. Das war übrigens nur ein Spaß eben, dass ich auf Elisabetta stehe. Ich stehe ja nicht auf Figuren aus Spielen. Das wäre ja ein bisschen pervers. Ich muss ja hier ein bisschen lustig sein. Was wird der denn jetzt? Ey, warum ist das jedes Mal so? Das ist doch unnötig. Das ist, glaube ich, schon das dritte oder vierte Mal, wenn ich in einer wichtigen Mission bin und gerade keine Zeit habe, dann ruft irgendein Spacken an, zum Beispiel Roman und ich glaube, zweimal Lil Jacob oder einmal Brusi war es, oder zweimal Roman, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es das dritte Mal, wo die dann was machen wollen. Das ist unnötig. Grafikfehler, wie so oft in dem Spiel. Wo ist der Arzt? Ah, da ist der Arzt. Das sieht auch ein bisschen eklig aus hier. Bin ich mal gespannt. I heard you'll take care of them. Natural causes.
course. Seems like a bullet in the head is as natural as it gets in this town. They weren't sick, were they? No. Had a few problems with sick bodies. No one wants a liver if it's riddled with tumors, huh? Know what I mean? No. Shit. Looks like the bullet went right through this one's eye. And the price of eyes is through the roof at the moment. Fine. Can I leave you with these or what? Sure. I'll have these organs out on the street in no time. They're gonna help a lot of folks. He'd been trying to help the streets his whole life. Maybe he'll actually be doing it now. Jop, seine oder deren Organe werden halt wiederverwendet. Geil, ich habe jetzt Leben gerettet anscheinend. Coole Sache. Ich habe die ja nicht getötet, das war Elisabetta. Und $3000 haben wir übrigens bekommen, sehr schön. Ist auch nicht gerade viel, aber immerhin. Okay, das war jetzt eine sehr schnelle Mission. Warum bin ich nicht so weit gefahren? Na gut, so weit war das gar nicht, das war doch hier. Dann würde ich sagen, ich habe jetzt noch Lust auf eine Hauptmission und wir gehen zu Playboy. Denn ich glaube, wir waren zuletzt, jetzt nicht im letzten Part, aber zuletzt waren wir bei Twain. Und für die beiden müssen wir ja noch Missionen machen und ich mache die immer so abwechselnd. Hallo, hallo, hallo. Ja, überfahrt die Menschen. So. Warum müssten wir übrigens jetzt Leute zum Arzt bringen, weil sie tot sind? Ich bringe hier doch ständig Leute um und da interessiert sich keine Sau dafür. Geile Story. Das gefällt mir. Naja, egal. Ich zweifle zu viel an. Das Spiel macht ja eigentlich nie Sinn, ist halt GTA. Und nicht das reale Leben. So, Playboy, mein Freund, ich komme. What's up, money? Not much. How are you? Chilling. It's all good. Well, mostly good. Mostly? Yeah. Dwayne's been getting on my nerves. Pushing me, man. But whatever. We spoke about that shit already. I give him time. He's just out of prison. For real. Listen, G. Dwayne ain't the only thing I got on my mind. No? No. Some motherfuckers been calling me a phony, calling me a snitch, calling me all kinds of bullshit. Big deal. Yeah, big deal. Damn right. Until I discover that same motherfucker, well, he's got some real loose lips. Not bad. So, you need this guy silenced? Yeah, he hangs out with his team near the courts on Exeter between X and W. Okay. What does he look like? Well, son ain't too diesel or nothing. And he a regular looking dude, know what I mean? Now, he don't flash his guap too much, but you can see it in his eye. But he a hustler. Eh? Homie ain't too brolic, but he ain't scrawny neither. And he be styling on him a little, you dig? I mean, he ain't too bummy, but he grimy too. So he's the average one? Look, he's brown skin, B. Motherfucker be rocking baggy clothes, all that. Jewels, and he stay fresh with the clean sneakers, know what I mean? And sometimes a bandana. Look, I need more than that to go on. Jesus. Here, take this, head down there, take a photo, send it to me, and I'll point out which one of them motherfuckers it is. Fine. And that's a little gift for you. Begib dich zu den Basketballplätzen an der Exeter Avenue. Alles klar, so, Nico hat nicht gewusst, also hat noch mehr Infos gebraucht. Ich habe mir dabei auch gedacht, als Playboy aufgezählt hat, wie der aussieht. Baggies, Sneakers, was hat er noch gesagt? Bling Bling oder sowas, hat er glaube ich gesagt. Also nicht Bling Bling, aber irgendwas anderes. Und braune Haut, das hätte auch Playboy sein können, also...
Was haben wir jetzt hier bekommen? Wir haben, glaube ich, ein neues Handy bekommen. Mit Handykamera, kann das sein? Und da sollen wir jetzt bestimmt ein Foto machen und dem rüberschicken. Ja, das kann jeder von denen sein. That's why the Penetrators ain't doing nothing this season. They got no one who can work the lanes, man. Shit, Lieutenant. That's something I was forced into from the necessity of my financial situation. My body is forced to rob and deal in order to sustain my own well-being and that of my immediate family. Mach ein Foto der Gangmitglieder und schicke es an Playboy. Halte Abstand. Um mit dem Telefon ein Foto zu machen, musst du zuerst das Hauptmenü aufrufen. Drücke, um das Telefon aufzurufen. Ah, jetzt habe ich das. Drücke A, um das Hauptmenü des... Oh ja, ich schätze, ich weiß. Ich brauche da oben den Text nicht zu lesen. Okay, ich verstehe. Ich muss aussteigen, ich komme so nicht dran. So, wo ist denn der Basketballplatz? Schweres Wort. Naja, nicht wirklich. Ah, da. So, jetzt überfahrt mich bitte hier keiner. Kamera schon wieder. Ja, das hätte man schon erledigen können, aber egal. Boah, das ist aber dumm gemacht. Da sind doch zwei. Senden. Mal schauen, ob der reagiert. Oh, wir haben eine... Was haben wir bekommen von ihm? Hä? Achso, wir senden das gerade, kann das sein? Nein! Nein! Oh, Gott sei Dank, ich habe ausgelegt. Okay, das hat geklappt, sehr schön. Schalte Marlon aus. Ja, warum sich anstrengen, wenn man das so machen kann? Wow, wow, okay, okay. Wie hat er mich gesehen? Da muss ich da doch alle abmetzeln. Tut mir leid, Leute. Aber ihr wolltet es nicht anders. Jetzt habe ich sogar die Laterne abgemetzelt. Und... Was willst du? Marlon, oder wie du heißt? Hallo? Der rennt weg. Das gibt es nicht. Der hat nicht wegzurennen. Oh, scheiße, der ist im Auto. Oder? Oder ist er schon so weit gerannt? Der ist im Auto. Fuck. Fuck. Jetzt, warum ist jetzt hier kein fucking Auto? Oder... Oh, wie dumm. Wie dumm ich mich gerade angestellt habe. Ey, unfassbar. Warum hat der Penner mich auch gesehen mit dem Sniper? Echt, ey, das... Da könnte ich mich jetzt aufregen. Das war ja meine eigene Dummheit. Ah, ich dachte, er wäre zu Fuß gelaufen. Aber nein, er wollte ja... Er wollte mit dem Auto fahren. Das habe ich nicht bemerkt. Das tut mir leid, dass ich jetzt hier wieder das machen muss. Aber das passiert. Bin ja auch kein Pro-Gamer. Ja gut, das hat damit echt nichts zu tun. Das war meine Dummheit. Wie ihr mich halt kennt. So, ist jetzt egal. Diesmal mache ich ihn direkt kalt. Metzlin noch brutaler ab. Damit ihr auch noch mehr Spaß habt. Vielleicht werfe ich eine Granate oder so. Ich weiß doch jetzt wieder aus, ich muss jetzt schon wieder. Ja, und das war klar. So, das machen wir jetzt hier besser. Hallo? Ich glaube, ich höre eine Taube. Nur mal so nebenbei. Oh, Steuerung. So, der war... Achso, ich war ein bisschen in der schwarzen Jacke. Ich mach mal so, reicht das? So, und diesmal lege ich nicht auf. Was willst du denn? Hallo Polizei, fährt mal bitte weiter. So, Playboy, ich warte auf deinen Anruf. Damit ich ihn, SMS, hä? Achso, das war er wahrscheinlich. Das war er nicht. Na toll, jetzt habe ich ihn nicht getroffen. Der war da ungefähr, ne? Oder die stehen immer irgendwo anders. Kann natürlich auch sein. Aber wenigstens haben wir jetzt unser schönes neues Handy. Damit können wir auch Hintergründe kaufen und dann auch verwenden. Das Gelbe hatte ich sehr oft. Ich weiß aber noch nicht, schau mich dann mal um. Vielleicht hole ich ein anderes. Oder vielleicht hole ich das hier, weiß ich noch nicht. Jetzt muss ich mich aber hier konzentrieren. Nein, nein, nein! Fail. Scheiß Taxi. So, jetzt aber. So, alle abmetzeln. Alle abmetzeln.
Alle. So macht man das. 6750 Dollar. Was ist das denn für eine Anzahl? So, das hätte ich auch vorher machen können, so. Aber nein, ich war zu dumm dafür. Oh, schönes Auto. Ist das ein Sabre? Ja, Playboy, komm, mach. Ich will hier noch was zeigen. Oh, der ist aber echt cool in der Farbe. Yeah, geile Kamera. So, ich könnte den Part jetzt schon beenden, aber da habe ich jetzt irgendwie keine Lust drauf. Ich hole noch ein Auto für Brusi. Wir sind gerade am Internetcafé. Sabre GT, geil. Ja, ich hätte eigentlich noch eine Story-Mission bringen können, allerdings hat das jetzt hier zu lange gedauert. Wegen mir, ich weiß. Hatet mich jetzt runter, mir egal. Nee, Spaß. Boah, das Auto ist echt cool. Boah, das geht ab, ey. Ich glaube, das werde ich mir auch da. Naja, gut, jetzt ist es ja weg. Egal, wir müssen ja jetzt dahin fahren erst. Hallöchen. So. Ganz schnell. Ja, ich komme irgendwie nie dazu, die ganzen E-Mails zu lesen. Die anderen da. Aber die sind auch gar nicht so wichtig. Das ist ein Motorrad. NRG 900. Das kennen wir auch aus den anderen Spielen. So. Am Schalter oder so. Ah, na klar. Da. Na klar, kann ich nicht mehr aussprechen. Wo ist ein Taxi? Ta? Ta? Ich habe irgendwie meine Probleme gerade. Richtig Deutsch zu sprechen. Weiß auch nicht warum. Achso, ich kann da ja. Okay, ich habe jetzt überlegt. Ist gar keine Markierung zu sehen. Ich glaube, die sind echt immer auf der ersten Insel, die Autos für Brusi. Letzte war auf jeden Fall da. Die anderen habe ich jetzt schon wieder vergessen. Und das steht irgendwo in so einer Gasse. 40 Dollar, okay. Hä? Was bist du denn für einer? So. Ich habe jetzt keinen Bock da. Rumzuschießen! Rumzuballern! Das war natürlich dumm. Warum müssten die auch gerade einen Uzi oder so haben? Folgt da mir jemand? Ja, ich glaube es ist Fuß. Oder war einfach einer. Oh, das wäre ein extrem großer Fail gewesen, hätte ich. Wäre ich hier erschossen worden. Eieiei, ihr hättet lachen können, ey. Das, da hätte ich euch aber. Das hätte ich euch nicht übel genommen. Sagt man das so, ja. Weil das wäre extrem scheiße gewesen von mir. Naja, so wir sind gleich schon da, geil. Ja, das dauert nie lange. Dann gehe ich aber ganz flott speichern, bevor ich hier verrecke irgendwie. Mit meinem Glück passiert das nämlich. Ich kann ja schon mal sagen, was ich im nächsten Part mache. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wahrscheinlich ja, eine Story-Mission muss auf jeden Fall wieder drin sein. Versuche jetzt wieder immer so eine Story-Mission zu bringen oder zwei. Und dann so eine kleine Nebenmission. Sind ja noch ein paar Rennen. 5 Drogenlieferungen für Little Jacob. Wir haben 7, nee, das ist jetzt das 8. Auto für Brusi von 10. Bürgerwehrmission haben wir alle. Fehlen noch halt die, die Most Wanted. Aber ja, die ganzen Monster-Stunts fehlen noch. Und viel mehr Nebenmissionen kann ich halt noch nicht machen, außer die Random Character. Aber ich denke, ihr könnt zufrieden sein, wie ich den Part halt so fülle oder wie ich das halt verteile. Da hatte ich auch noch bis jetzt keiner beschwert, aber ich mache das ja auch lieber, wie ich es gerne habe, weil jetzt könnt ihr jetzt die ganze Story durchspielen und am Ende dann nur noch Nebenmissionen bringen und die letzte finale Mission ganz am Ende, wenn ich 100% habe. Das ist auch ein bisschen dumm. Also ich denke, es ist schon okay, wie ich das mache. Okay, das war's also für den Part und wir sehen uns im nächsten. Macht's gut und ciao, ciao!